Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Burgbewohnerinnen hier in Crusader Kings 3 in einer neuen Staffel mit ihm hier, mit unserem Protagonisten Dänesch in der Apaden-Dynastie bei unseren Reiternomaden der magyarischen Stämme. Dänesch ist nachdenklich geworden. Er hat sich ja kürzlich noch einmal die Sterne lesen lassen von seiner Priesterin Georgie, mit der er schon sehr lange sehr vertraut ist, und dabei hat sich für ihn als Interpretation und für seine Priesterin offenbart, dass er anderen möglicherweise misstrauen sollte, dass da irgendetwas im Hintergrund passiert in seinem Reich, vielleicht am Hof, vielleicht bei seinen Vasallen, bei seinen Krieger-Stammesanführern. Das ist alles noch sehr undefiniert und spezifisch, aber er macht sich Sorgen. Er misstraut nun anderen, und das hat Einfluss auf das, was hier in dieser Staffel passieren wird und wie er sich verhalten wird. Noch ist er allerdings in einem Krieg. Wir sehen das auch hier. Er ist immer noch in seinem Lager hier unterwegs, aber er ist schon nachdenklich geworden. Und jetzt muss er erstmal zusehen, dass dieser Krieg gegen Byzanz, gegen Ostrom erfolgreich geschlagen wird. Das allerdings, liebe Leute, das sollte kein Problem sein. Denn Dänesch hat glorreiche Schlachten gegen die oströmische Armee geschlagen, sie immer wieder besiegt, jetzt mehrfach, und ist bei 56% Kriegsstand, der übrigens hochtickt wegen dem kontrollierten Kriegsziel. Wir belagern jetzt aber gerade noch mit unserer Armee hier entsprechend diese Festung hier bei Cherem. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben hier natürlich Zermürbung. 90 Leute im Monat verlieren. Das muss nicht sein. Ich denke, das können wir besser lösen. Lasst uns mal schauen. Er hat hier die Belagerer dabei mit aufgeboten. Ich denke, diese Armee, die wählen wir jetzt separat an. So nämlich. Und dann schicken wir die mal raus, denn die werden jetzt hier auch gar nicht mehr benötigt bei der Belagerung. Die ziehen sich hier zurück. Ja, in die Baronie von Vakovo. Da werden sie immer noch Vorräte verlieren, weil sie über der Versorgungsschwelle sind. Da müssen wir sie vielleicht nochmal mehrfach aufteilen, dass wir hier nicht unnötig Männer verlieren. Und wir müssen darauf achten, ob irgendwann hier noch die Armee zurückkommt, was mit dieser Hilfsarmee ist von Gojam mit Häuptling Senutios. Naja, mal sehen. Lassen wir erstmal ein bisschen Zeit laufen. Ich gehe sogar mal hier auf Stufe 4. So, wir hatten noch Lösegelder ausstehen für Simeon und für Serapion. Im Übrigen habe ich die Mod wieder installiert, wo ich die Nachrichten hier ganz schnell einmal deaktivieren kann. Oh, immerhin 125 und 30 Gold. Wir sind richtig reich geworden nochmal. Also wir waren vorher auch schon reich. Ja, alle Nachrichten löschen. So rum geht das, genau. Okay. So, ach nee, er hat nur... Was ist das denn? Jetzt hat er nur 1000 Mann mitgenommen? Hä? Diese Armee ist irgendwie noch da. Was war das denn jetzt Komisches? Lasst uns mal hierhin marschieren. Warum hat er denn die eine ausgewählt? Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Wir schicken die mal nach da. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte irgendeinen Versehensklick gemacht, den wir auditiv gehört hatten. Aber irgendwie habe ich auf der Tastatur, glaube ich, F gedrückt oder sowas. Vielleicht habe ich damit irgendwas aufgeteilt. Das war nicht das Ziel. Prinz Takatschus, der wird hier die Armee anführen. Im Übrigen müssen wir gleich, wenn der Krieg vorbei ist, dann auch noch einige Dinge hier im Reich einstellen, die ich jetzt... Naja, noch nicht einstellen will, weil für mich rollenspielerisch hier unser Herrscher Dennis, der unbeugsame Löwe, wie er genannt wird, ist jetzt hier noch unterwegs im Krieg, und da kann er sich nicht um innere Angelegenheiten gerade kümmern. So würde ich das logisch erklären wollen, dass er da nicht jetzt im Reich irgendwelche Ratsveränderungen vornimmt oder irgendwelche größeren Entscheidungen trifft. Wir haben nur noch zwei Gefangene. Ich würde sagen, Dobromil, das habe ich mir schon mal überlegt, den werden wir versuchen zu rekrutieren. Uns fehlen nämlich jetzt eine Menge Champions. Auch wenn der nicht gut ist, aber ein sehr günstiger Champion. Wenn der 16 Jahre alt ist, wird der vielleicht noch ein bisschen besser. Mal sehen. Fotios, da werde ich gar nichts mitmachen. Dieser hässliche Typ hier, der interessiert uns wirklich überhaupt gar nicht. Nicht mal für mögliche Kampfeinsätze kommt der in Frage. Der wird einfach komplett von uns ignoriert und ja, gammelt jetzt irgendwo im Gefängnis vor sich hin. So, wir haben hier keine Zermürbung, verlieren aber Vorräte. Wird sich in 38 Tagen auf unterversorgt verschlechtern. Das will ich natürlich nicht.
Deswegen werde ich hier die Armeen noch mal ein bisschen teilen. Wir haben hier 2750, das heißt, wir müssten 5200 oder so hier rausziehen. Dann würden wir in Bugs uns aufstellen können, müssten die Armee vielleicht noch mal aufteilen. Das ist natürlich irgendwie doof. Also die Spezialtruppen will ich hier behalten, aber die ganzen Aufgebote nicht. Und auch die Häuptlinge und so weiter, die will ich hier auch behalten. Also wir werden überwiegend Aufgebote rausziehen. Gehen wir mal mit den größten hier. 1500, ja, das sind ja hier immer noch super viele. So, 4000, was haben wir gesagt? 2700 oder so bleiben höchstens da. Passt das? Wir werden sehen. Schicken wir die Aufgebote erstmal weg. Die sind hier im Bugs auch immer noch über der Versorgungsschwelle, aber da kann sich wenigstens die Truppe hier gleich erholen. Und dann gucken wir mal, wie wir das weiter aufteilen. Von den Feindarmeen sehen wir jetzt hier nichts weiter. Oh, genau, es werden ja noch neue Champions eintreffen. Auch das ist ganz gut, weil wir hier derzeit nur 7 haben von möglichen 14. Und wir hatten ja in der Entscheidung die Champions bereits eingeladen beim letzten Mal. So. Voimil. Ja, leider auch wieder einer ohne Kultur. Der war recht... Oh, der ist gut. 18. Ein gescheiter Mann mit guten Kampffertigkeiten und ein Schwertmeister. Ja, wisst ihr was? Den werden wir gleich mal rekrutieren für 20 Gold. Das Geld haben wir sowieso. Dann werden wir von ihm eine Bekehrung verlangen. Das wird er auch annehmen. Und dann werden wir... müssen wir ihn noch zum Champion machen? Nee, das müssen wir nicht separat machen. Das wird er dann selbstständig übernehmen. Dann können wir hier vielleicht noch neue Champions rekrutieren. Okay, weiter geht's. So, er nimmt die Bekehrung an. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich auch... Was ist jetzt los? Abel kann einen Guardian, einen Vormund bekommen. Abel, das ist unser 6-jähriger Sohn. Der wievielte in der Linie ist das? Der erste Sohn... Der zweite Sohn ist Endre und das sind 2 Töchter und der dritte Sohn ist Lampert. Nee. Wo ist denn jetzt Abel? Bin ich jetzt blind? Ach, er ist ja hier nicht drin, weil das seine Geschwister sind. Ach Gott, ich bin aber auch ein Depp. So, jetzt muss ich nach den Alterszahlen gucken, dann ist er doch nicht der, dann ist Abel der dritte Sohn. Genau, jetzt habe ich es aber korrekt. Gut. Also, 6 Jahre. Das heißt, wir können bei ihm schon mal gucken, dass wir hier einen Schwerpunkt auswürfeln. Dazu muss ich aber gerade mal erst die Würfel bereit machen. Das habe ich noch nicht getan. Das geht aber ganz fix hier. Klong. So, und dann werden wir mal mit einem 6er-Würfel das auswürfeln. Wir gehen wieder los. Würfelseite 1, Würfelseite 2, das ignorieren wir ja. Würfelseite 2, 3, 4 und 5, 6. Es ist eine 4 geworden, das heißt, er wird tatsächlich anstatt Ränkespiel Diplomatieausbildung erhalten. Beziehungsweise er wird ja keine Ausbildung erhalten, wir reden uns das ja, wir interpretieren das ja ein bisschen anders, nämlich dass er sozusagen hier diplomatisch einfach eine Neigung zeigt im frühen Kindesalter. Oh, muss ich mal gerade gucken. Genau, dass ich die anderen Würfel mal wegpacke. Verzeiht, dass das hier eine Aufnahme ist, aber jetzt ist auch vorbei. So, aber er braucht einen Vormund. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Die Frage ist vor allen Dingen, wer, ja, Anna weiß ich nicht, wer, zu wem hat er hier das allerhöchste Vertrauen? Ja, zu dem neuen Champion ja bestimmt nicht. Thorgil, da habe ich auch noch was vor, den will ich auch nicht nehmen. Ja, vielleicht Aranka oder Anna oder Sirkan, der Indigo-Ritter. Der hat jetzt nicht die beste Meinung von uns, aber der hat sich hier bei den Schlachten unglaublich gut geschlagen. Schüchtern, aber er ist halt schüchtern, ne? Es passt irgendwie nicht so richtig, den zu nehmen. Vielleicht schicken wir ihn ja an einen anderen Hof, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht schicken wir ihn an den Hof unserer Freundin Jolan. Wo war sie denn doch gleich? Jetzt bin ich verwirrt. Hier, Pannonien. Sie selbst hat erst ein Mündel, nämlich Andras. Die könnte doch entsprechend hier unseren
Abel nehmen und den entsprechend hier erziehen sozusagen. Ne? Das wird sie auch machen. Das ist doch eine schöne Sache. Vorschlag abschicken, machen wir das. Zu ihr haben wir ja ein hohes Vertrauensverhältnis. So, jetzt sind hier die Armeen noch größer geworden. Das heißt, die haben wieder Überversorgungslimit. Ach Mann, ey. Das ist doch jetzt echt bescheiden ohne Ende. Jetzt muss ich hier wieder irgendwas abteilen. Ja, es hilft ja nichts. Wie viel bin ich denn jetzt drüber hier? Moment. 108 bin ich drüber. Jetzt haben wir es aber ganz genau. 108, das heißt also, das nehmen wir raus. Schicken die auch noch mit drüber. Dann passt das wenigstens dort. Und die hier bekommen dann 5575. Das heißt, wir müssen 1150, schlag mich tot, mindestens hier wieder rausnehmen. Das können wir so machen, das können wir so machen. Ja, so sollte das gehen und die schicken wir dann hier in die Nachbarschaft, in die Baronie. Und dann können die wenigstens hier ein bisschen ihre Vorräte aufstocken. So wie hier und so wie hier geht's nicht. Oh, normale Winterhärte, das ist hart, aber da müssen wir jetzt durch. Okay, so, jetzt können wir endlich weitermachen, nachdem das geklärt ist. So, sie freut sich, das ist super. Das haben wir auch schon mal gemacht. Und jetzt kommt hier die Armee. Und Anna ist wieder schwanger, unsere Konkubine. Mein Gott, ist Dänisch ein fruchtbarer Herrscher. Das kann man ja kaum in Worte fassen. So, wir haben jetzt die Belagerung gewonnen. 24 Gold nochmal bekommen. Und Jagoda, die Tochter von Dux Kulin, haben wir gefangen genommen. Das gucken wir uns gleich mal an. Jagoda, die Tochter von dem Dux, also einem Herzogsmann. Können wir sie dann direkt auslösen? Ja, für 25 Gold. Das würde ich machen. Das hat ja für den Kriegsstand selber hier keinen Einfluss, wenn sie im Gefängnis ist. Und wir haben auch Dan. Dan Kometopoulos. Ebenfalls ein Sohn von Dux Kulinitsch. Ja, da müssen wir jetzt warten, bis er die Entscheidung gefällt hat. Und die Frage ist, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt hier noch was erobert. Wir könnten jetzt gleich weiterziehen. Hier ist übrigens der Überrest einer Armee von Ostrom, aber ich denke, wir ziehen jetzt hier weiter. Ja. Und ziehen die ganzen Leute hier hinterher. Das sollte ja gehen. Kann man das irgendwie intelligenter machen? Nee, ich glaube, das ist, warte mal, 3500. Da könnten wir sogar die mit reinziehen. Die kommen hier nochmal zusammen. So, das sind die Leute dort. Dann hätten wir hier leider wieder ein bisschen zu viel. Da müssen wir dann mal gucken. Wir holen die jetzt erstmal alle ran und versuchen die nächste Belagerung in Gang zu kriegen. Wir sind jetzt bei 66%. Die Eroberung hat jetzt nicht so viel gebracht von Cherem, 3,8%. Aber der Kriegsstand tickt ja immer weiter hoch. Genau, vielleicht müssen wir gleich nochmal eine Schlacht suchen, wenn wir Belgrad dann erobert haben. Das ist ja auch eine wichtige Grafschaft hier Richtung Süden. In Ordnung. Ansonsten ist soweit alles, finde ich, okay. So, das Lösegeld wurde akzeptiert. Das heißt, wir können hier das Gleiche auch nochmal für 100 Gold, weil es eben der Sohn ist, einer der Söhne. Ich weiß nicht, hat er Geschwister? Ja, er ist der älteste Sohn. Das heißt, dafür kriegen wir auch richtig viel Lösegeld. Super. Das können wir gut gebrauchen hier. Oh ja, hier sind jetzt mehrere Armeen. Das könnte jetzt wieder zur Schlacht hier führen. Lösegeld wurde natürlich wieder akzeptiert. Also jetzt könnten hier Dux Methodios, den hatten wir ja schon mal besiegt in der Schlacht, der ist auch noch verletzt, oder eben Dux Himerios. Hier ist auch noch eine Armee von Konstantinopel. Da ist der Basileus drin. Warte, kann ich hier... Nee, ich kann irgendwie hier jetzt nicht wegen der Armee... Das ist blöd gemacht, dass man hier nicht rüber scrollen kann. Dann wird das wieder weggenommen. Egal, also hier könnte es jetzt nochmal zur großen Schlacht kommen. Dann würde ich aber sagen, ich will nicht mit dieser Mini-Armee den Kampf beginnen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie das machen wollen. Wir müssen aber unter der Versorgungsschwelle bleiben. Das heißt, ich darf hier nur 1000 Mann weniger reinziehen, ungefähr. Ja, sogar 1050 weniger. Die muss ich hier rausgliedern wieder. Ach du liebe Zeit, es ist alles ganz schwierig mit den Aufgeboten. Klappt das überhaupt mit 1050? Ja, so gerade. Die bleiben dann hier stehen und er geht hier rein. Und dann
sind wir unterhalb des Versorgungslimits. Das machen wir schon mal. Er steht hier, er marschiert jetzt... Marschiert er da schon mit rein? Ist eigentlich keine gute Idee, ne? Oder sind das dann zu viele? Warte mal, 2200 irgendwas. Und ich darf hier wie viel haben? 3500. Dann kann der schon mal hier rein marschieren. Tut er auch. Sehr gut. Sehr gut. Der marschiert da schon mal rein. Und die Armee... Nee, die Armee marschiert gerade, oder was? Nee, die Armee. Nee, ich verstehe es nicht. Die Armee marschiert. Das ist aber missverständlich. Da muss man auf die Kreise achten. Die Armee marschiert hier rein. Die bleibt hier stehen. Ist aber zu groß. Das lasse ich jetzt aber so stehen, weil ich jetzt hier wirklich eingreifen will. Da packen wir sogar die Armee mit rein, dass wir noch mehr übers Limit kommen. Das ist uns jetzt egal. Gut, gehen wir mal auf 3 zurück. Das könnte nämlich jetzt, ja, ich glaube, es deutet sich schon an, dass da gleich etwas passieren wird. Immerhin haben wir dann schon unsere besten Truppen hier vor Ort. Das sollte sie dazu bringen, länger durchzuhalten. Also es wird wohl nochmal zur Schlacht kommen. Und endlich ist unser Sohn und Spielererbe Mark erwachsen geworden. So, lange Zeit hatte ich gehofft, dass es nur einen guten Mentor braucht, um Mark die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. Das Beibehalten eines höflichen und ehrbaren Betragens stellt ihn vor so manche Herausforderungen, doch wenigstens beherrscht er die Grundlagen der Etikette. Ja, also, er ist ein einfältiger Beschwichtiger. Damit hat er leider aus seinen guten Eigenschaften für Diplomatie wirklich gar nichts gemacht. Aber so ist das eben. Er wird also ein sehr mittelmäßiger Herrscher sein. Naja, gut. Wie schnell sie doch flügge werden, der gute Mark. Auch darum müssen wir uns jetzt eigentlich dann kümmern, wenn der Krieg mal geendet ist. So, wir ziehen die beiden Truppen aber mal zusammen, damit die unter dem Befehlshaber Danish auf jeden Fall hier in den Kampf ziehen, möglicherweise, wenn es denn zu einem Kampf kommen sollte. Währenddessen haben wir hier in Belgrad immerhin eine kleine Bresche geschlagen, aber brauchen noch sehr lange zur Eroberung. Sie stellen sich nur nebenan bisher auf. Vielleicht warten sie noch auf die Verstärkungen hier drüben. Oder sie trauen es sich wirklich überhaupt nicht. So, die können wir auch zusammenziehen unter unserem tollen Befehlshaber Borisch. Und die, ja, die verlieren jetzt schon ordentlich, ne? Aber die müssen da stehen, damit sie schnell reinrücken können. Das ist schon wichtig. Ich gehe mal auf Stufe 4. Es scheint ja doch nichts zu passieren. So, dann hat Kokatschin einen Krieg gewonnen. Häuptling Judita von Dublin. Die tschervenischen Städte wieder. Das interessiert mich natürlich nicht so wirklich. Wir sind jetzt bei 70%. Also das tickt, wie gesagt, es tickt immer weiter hoch. Und wir haben einen Kriegsführungsvorzug. Und den können wir jetzt nochmal verteilen. Wir wollten ja hier... Was nehmen wir denn jetzt zuerst? Ich würde sagen, die Versorgung im Feld als Vorzug finde ich richtig gut. Das passt gerade auch zu unserem Feldzug hier. Versorgung im Feld. Das heißt also, seine Armee bekommt bis zu 300, die anderen aber nicht. Okay, aber das ist ja gut. Wenn das dann ansteigt, dann steigt das auf jeden Fall höher als 100. Gut. Ja. So, die Frage ist, wird das jetzt hier zur Schlacht noch kommen? Es sieht nicht danach aus, wir bekommen noch einen neuen Champion namens Chenek. Ja, der ist ein guter Mann, kampfgeschickt, ein gebildeter Kämpfer. Ja, den können wir nehmen. Der guckt auch schon so finster und grimmig. So, rekrutieren wir ihn an den Hof. Jetzt müssten wir mit den Champions doch schon mehr haben, ne? 8 von 14. Lass mich mal gucken, sind die hier noch nicht? Ah! Nee, die sind noch nicht. Und ich wollte Kunosch noch rekrutieren. Genau, das hatte ich auch vor, weil das ein tapferer, vidilistischer Gast hier ist. Auch den rekrutieren wir mal. Warum der allerdings jetzt ausgegraut ist, weiß ich noch nicht. Wlodomir ist immerhin schon da. Kann ich jetzt hier die Champions schon mal ausheben? Da würde ich aber... Ja, das kann ich nur bis hier machen. Okay, dann müssten wir die hier Kriegsvolk ausheben, ne? Dann gehen auch, glaube ich, die Champions mit. Genau.
Genau, dann haben wir drei Champions. Wojmil, Pavel und Wladimir sind hier noch drin. Ja, gute Leute, die schicken wir gleich mit hier vorne rein. Und gleich ist auch die Belagerung schon abgeschlossen. Wir haben es also geschafft, ohne dass es hier zum Kampf kommt. Dann würde ich sagen, danach stellen wir uns auch mutig der Schlacht hier in der Baronie von Smederevo. Warum nicht? Mal gucken, das dauert gar nicht mehr lange. Ein Krankheitsausbruch wird jetzt hier Feierabend machen. So, jetzt ist wichtig, wie wir hier vorgehen. Erstmal haben wir 21 Gold und wir haben den Sohn der Gräfin Shinaja gefangen genommen bei der Belagerung. Wie weit ist der Kriegsstand? 81%. Ich denke, eine Schlacht könnte jetzt hier schon das Ende bringen. Und ich denke, ja, wir können nicht mehr angreifen, beziehungsweise er wird vorher abhauen können. Würde ich aber mal sagen, dass wir hier unsere Truppen durchziehen. Dass wir die hier verbinden, genau. So, dann eben der Peter, der Sohn. Der wird wieder ausgelöst für 10 Gold. Das ist jetzt nicht so doll, aber reicht an der Stelle. Oh, es wird doch noch zur Schlacht kommen. Eieiei, das habe ich mir jetzt vielleicht nicht gut überlegt. Na, obwohl, müssten wir eigentlich schaffen, wenn wir dann hier die Truppen dann doch nachziehen allesamt. Ja, machen wir das. Ziehen wir alle hier rein. Das sieht auch gut aus. Wir haben besseren Befehlshaber natürlich, Eigenschaften, mehr Truppen und mehr Kriegsvollkonter. Wobei mehr Truppen ja eigentlich am Anfang hier nicht stimmt. Oder kommen die, kommen wir auf eine Armee 5 Tage, 4 Tage? Wann ist er da? In 4. Ach so, die andere Armee schafft es vielleicht noch bis nach Kragujevac. Und dann sind das nur die Hälfte hier. Na, okay. Mal sehen, wie das verläuft. Gehen wir auf 3? Ja, aber sie kommen zurück. 9800. Also es war richtig, dass wir die alle schon reingezogen haben. Das wird eine schwere Schlacht nochmal werden. Aber mit gutem Vorteil und vielleicht auch guten Würfeln könnte es trotzdem gelingen gegen Hauptmann die Lava, der aber nicht so toll ist. So, Lösegeld wurde akzeptiert. Schauen wir uns die Schlacht mal an. Neue Truppen gelangen hier rein. 5000 gegen 600, aber die 9800 kommen mir gleich noch und unsere 6000 Mann nochmal dazu. Oh ja, jetzt geht's hier los. 10.100 gegen 8.700. Wir würfeln nicht so gut. Und alle haben ganz viele Kontertruppen dabei. Oh ja, das wird ein harter Kampf wohl werden mit vielen Verlusten. Ah ja, und ich habe Yolan schon mal befohlen gehabt, hier Befehlshaber auszubilden. Und sie hat einen neuen Rekruten, nämlich Taxoni Turjo präsentiert. Ein Organisator, so einen haben wir glaube ich noch gar nicht, ne? Ein ehrlicher, lüsterner Charakter. Naja, dann soll er mir dienen. In Zukunft, das ist okay. So, diese extra Armee, die macht hier wieder nichts. Die halten sich immer fein raus aus den Kämpfen. Das wird wirklich eine verlustreiche Schlacht. Aber der Gegner würfelt auch klasse hier. Jetzt haben wir mal besser gewürfelt. Ja, aber es wird ein harter, verlustreicher Kampf. Mal sehen, wie viele Punkte das bringt. Ja, es bringt auf jeden Fall genug für den Abschluss des Krieges. Das freut mich. Smederevo, gucken wir uns das an. 19% Kriegspunkte, ein unglaublich hoher Ruhmanteil. Aber auch hohe Verluste auf beiden Seiten letztlich. Bei uns natürlich weniger. So, die Champions, gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier keinen Verletzten und nichts gehabt. Das ist gut. Der Gegner hat einen Verwundeten, Raphael, und einen verstorbenen Graf Chrysantos. Und einen Verstorbenen, der aber gar nichts konnte, so wirklich. Offenbar mit einer Kampfgeschick. Oh Mann. Naja, wir haben noch einen gefangen genommen. Da könnten wir nochmal etwas draus schlagen. Indem wir den für Lösegeld fordern. Ja, 100 Gold nehmen wir noch vom Basileus. Der soll ruhig richtig zahlen, der hat das Gold. Bevor wir hier weitermachen. Und dann können wir hier endlich den Krieg abschließen. Ja, 100 Gold. Und jetzt ist es soweit, liebe Leute. Wir haben den Krieg nach 3 Jahren gewonnen. Und das ist wirklich, das ist nochmal ein ganz großer Erfolg von Dennis, dem unbeugsamen Löwen, der sogar das riesige Oströmische Reich mehrfach besiegt hat. Das ist natürlich richtig, richtig gut. 75 Ruhm. Klasse. So, liebe Leute. Und damit können wir die Armee hier, glaube ich, noch nicht auflösen. Beziehungsweise dann, doch, können wir direkt machen. Machen wir das. Okay, wir kehren nach Hause zurück. Wir haben unsere Aufgabe abgeschlossen. Vukovar ist jetzt natürlich in unserer Hand. Und damit müssen wir dann beim nächsten Mal umgehen mit der Stadt Vakovo.
mit dem Häuptlingstum, da müssen wir umgehen hier. Das werden wir beim nächsten Mal machen und dann haben wir auch jede Menge Entscheidungen im Inneren hier zu treffen. Das kann ich euch schon mal sagen. Gut, dann war es das mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.